Guten Tag, hat er gesagt. Ich wollte diesmal gucken, währenddessen ich hier ein bisschen Öl so kontrolliert habe und sowas. Die Abwasserklärung ist ja jetzt auch nicht so geil. Es hat nicht so viel gebracht. Ne? Da würde ich jetzt als nächstes nochmal so ein Teil setzen hier. Damit das einfach dann so weg ist. Muss an Straße platziert werden. Hier ist eine Straße, der Eierkopf. Ach so, ich müsste wahrscheinlich die Straße, die Einbahnstraße, hier in sowas verwandeln, ne? Ja, also was hier. Und dann dürfte ich nochmal sagen, glaube ich, den hier. Okay. Und den Rohr dann nochmal verbinden, ne? Und wenn das nicht jetzt so richtig viel Energie kostet, ja, geht noch, ne? Ja, gar nicht so geil. Also wir können ja hier Ölkraftwerk machen, ne? Das will ich ja gar nicht so weit machen. Ich wollte aber Öl erschließen, wenn es geht. Hier fehlt uns, glaube ich, noch. Ach nee, das ist, eins davon können wir gucken, kaufen. Ölvorkommen. Wirklich nur das eine hier. Ja, dann würde ich das nämlich nehmen hier, ne? Und dann sollten wir gucken, wie ist das hier? Verschmutzung. Ah. Und das hier? Ne, da ist auch nochmal Öl. Das kleine da unten ist Öl. Ja, echt. Dann sollte ich das hier. Was ist das hier? Übermalen? Oder was? Ist das hier? Gewerbespezialisierung? Spezialtourismus. Ah. Okay. Frage ist natürlich, was wir jetzt hier so bauen können, ne? Da, ah. Landwirtschaftliche. Oder was ist das? Ne, das ist ja Landschaftsbau. Kann ich denn das hier jetzt bauen, dass ich hier muss das schon Öldinger da bauen können, oder nicht? Vegetation. Irgendwo muss das ja sein, oder nicht? Okay. Gefühlt kann ich gar nichts bauen. Die Frage ist, warum? Was können wir denn demnächst bauen? Zeppelin. Gucken wir uns das erstmal kurz an. VIP, Blitzableiter. Okay. Neue Zone. Dicht besiedelt. Zeppelinweg. Hier die Müllverbrennungsanlage. Müll. Große Mauteinrichtung. Unterirdische Bahnstation. Maut, U-Bahn. Eine Sauna können wir. Polizei, Feuerwehr, Weltraumradar, hohe Antennenmast, Rettungshubschrauber, Katastrophen, Flugstation. Zeppelin. Postsortierung. Große Postlastwagen sammeln die Post von lokalen Ämtern ein und bringen sich Postsortierung. Dort werden sie Post nach lokalen Auswählungen. Okay. Ich würde trotzdem mal wissen. Ah, hier. Jetzt. Da weiß ich es. Okay. Industrie. Da muss ich gucken.
climate control device brings the air temperature to 22 degrees Celsius. It's our way of making our cars comfortable for the majority of mammal species. In fact, so, dann müssen wir hier auf jeden Fall was bauen. Eine Abfahrt bauen. So, ich habe das jetzt hier gefunden. Okay, ich muss das hier irgendwie runterbauen, ne? Kann der ja noch nicht mal hier irgendwie verbessern oder so. Okay, das heißt, wenn ich hier jetzt das mal rausnehme. Okay, da muss noch ein bisschen was weg, ey. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr weg, ne? Das ist ein riesen Teil. Okay. Was ist das jetzt hier für eine Autobahn? Kann ich da mal so drauf tippen? Was? Vorfahrtsstraße. Vorfahrtsstraße, Autobahn. Okay. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Was wir hier so. Dann löbt das. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Dann können wir hier schon mal weiterlaufen lassen. Weil dann können wir jetzt auch Geld verdienen damit. Und das ist ja gar nicht so schlimm geworden, muss ich sagen. So, dann müssten wir hier natürlich jetzt irgendwie sowas bauen. So, am besten hier auf 6-spurig. Ja, nur 3-spurig. Achso, ja, mit nur ein Dings ist. 6-spurig. 6-spurig. Achso, der hat sowas denn gar nicht, oder was? So. Und da würde ich sagen, dann ist das Ganze so, ne? Eine ganz normale Straße. Ich würde gerne 6-spurig daran laufen lassen. Wenn das geht. Genau. Genau. Super. War schon mal gut hingekriegt. Das sieht noch ein bisschen was tollen aus, was wir hier bisher gemacht haben. Den nehme ich hier erstmal hinten weg, weil der Kringel, der stört hier wahrscheinlich. Dann bleibt hier erstmal hier so ein Kringel. Und dann machen wir hier hinten erstmal ganz normal ran, aber hier mit einer, weiß nicht, Industrie.
Ich würde sagen, wir machen hier einfach das hier ein bisschen austauschen. Dann sieht es ein bisschen natürlicher aus, ne? Was wir machen. So. Und dann machen wir hier das Hauptgebäude davon. Industriezaun. Ach du Kleister. Machen wir weg hier oben. Kleine Ölpalme, Euschlamm-Pyro-Anlage. Ich weiß gar nicht, was ihr gemacht habt. Heute müssen neben der Straße platzieren. Das Gebiet hat kein Hauptgebäude. Oh, ist ja hier mit dem Wasser und all sowas nicht so geil, ne? Hoffentlich können die später hier voll arbeiten, ne? Die müssen wir ja auch noch bauen. Das ist ein bisschen teuer, ne? Juhu. Ja, ja, kommt doch jetzt gerade mit dem Abwasser. Chillt doch mal alle. Genau. Sehr schön. Besonders, hat kein Hauptgebäude. Finde ich ja ganz komisch, ne? Gebiet hat kein Hauptgebäude. Oh, habe ich das echt schlecht einmarkiert oder was? Ja, cool. Okay. Irgendwie komisch immer. Aber jetzt will ich, was sie mit Gebiet meinen. Gut. Jetzt könnten wir hier auch die Pumpe machen. Geil. Also die Pumpe, die muss ja ein bisschen was kriegen, ne? Das heißt, wir machen hier so am besten so einen Trampelpfad hin, ne? Kleines Röhr-Tanklager. Shut up. So, meine Lieben. Und machen wir uns mal ein bisschen reich damit. Nur ein bisschen.
Okay. Weiß nicht, ob der was bringt, wenn wir das da noch so ein bisschen da einmalen, aber. Können natürlich hier ein bisschen noch was dazu steuern. Also ich weiß nicht, was das gerade hier mir zeigt, aber das ist nicht gerade viel, was wir hier haben. Ne, können wir den ja wieder verkaufen, also. Hier ist eine Kartonfabrik. Naja, dann wird es ja wahrscheinlich. Ja, dann läuft es ja. Was ist jetzt sich hiermit? Nicht genügend Rohstoff. Öl, Erdöl. Okay, na, irgendwas anderes machen? Öl, Erdöl, Plastik. Aber wie mache ich denn was hier? Und besonders, wie kriege ich mein erstes fettes Geld? Das wäre viel, viel wichtiger, ne? Seht ihr überhaupt? Ja, doch. Das meine seht ihr noch, ne? Oh, muss ich mir hier den Arm muss ich runternehmen. Kann aber jetzt nicht bestimmen hier. Lagerhof, kleines Lagerhaus, mittleres Lagerhaus. Da muss ich auch noch mal gucken, wie der so richtig geht, ne? Hier der Postamt. Oh, da muss ich auch mal bauen, ne? Einzigartige Fabriken haben wir noch gar nichts. Coffee, fuel of the modern economy. The age-old tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. At Burn Bean Coffee. Our environment is perfect for all of your work. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas einstellen muss, ne? Das sind ja die normalen Fabriken. Our coffee technicians are trained to make a variety of coffees and sugary coffee themed drinks just as you like. All while generally making more. Oder hat er jetzt was zu tun hier? Ah! Oh. Productivity flow. Sippy sip coffee fans. Burn Bean Coffee. Get it while it's hot. Ja, wenn ich Geld verdiene, dann ist gut, ne? Warum sind die böse? Achso, wegen Jobs oder was? Mhm. Also scheint ja hier erstmal so zu laufen, würde ich sagen. Und besonders schön abseits, da hat jetzt mit da gar nichts zu tun. Müssen wir ab und zu mal gucken, wegen Strom und sowas, ne? Ist ja das gleiche wie hier. Weil hier springt er. Okay. You want to go money fishing, so you use a little money to catch a big money. You know, just come and talk to us. Also das ist ja auch, denn man sieht es ja gar nicht so richtig, ne? Das könnte ja hier so tückisch sein, dass das falsch angezeigt wird. Irgendwie. Naja, okay. Im Postamt. Im Postamt wäre ja eigentlich ganz gut, wenn es hier bei noch so einer Autobahnauffahrt wäre, ne? Ich habe ja hier meine klassische gebaut. Ne, hier ist ja eigentlich auch ganz schön. Aber ich würde sagen, von hier könnte man auch. Ich kann fast schon zu uns hin, ne?
Weiß ja nicht, ob die jetzt mal ein bisschen benutzt werden. Gibt hier einer rein? Will keiner zu mir? Will keiner runter? Ich hab die extra gebaut für euch, ey. Gar keiner fährt hier runter. Oder bin ich ja glücklich, da ich hier die Entlastung gebaut habe. So. Dann können wir ja hier ein bisschen mal wellig bauen, das Ganze. So. Das war nicht, warum die hier nicht so abfahren. Hier gibt es ja eigentlich auch noch diese Autobahn-Dinger, ne? Ja. Oh, einer fährt da raus. Yeah, wir haben es geschafft. Das ist ja auch das Wichtigste, ne? Aber viel Geld. Naja, wir sind bei 8000, ne? Aber wir haben schon hier komplett wieder alle geekelt. Ungebildete. So, das heißt, wir müssen hier ja eigentlich auch einen Bus machen oder sowas, ne? Und dann wieder zurück, oder was? Wir sind natürlich 5 Jahre unterwegs, ne? Aber... was willst du machen? Wir gehen natürlich denn da so beschissen zur Arbeit, ne? Oh, diese fetten LKW da. Kickt ihr dann? Zack, da geht er rein. Und dann kommt er gleich wieder raus, oder was? Oder ne? Schon cool. Also mir gefällt das Gebiet hier ordentlich, muss ich sagen. Wir wollen zwar viel arbeiten jetzt hier und wir müssten dann auch mal gucken, ob wir nicht denn... Taxi haben wir ja. Drohnen würde gar nicht irgendwie funktionieren oder so. Aber das ist ein Oberleitungsbus. Straßenbahnen wären natürlich auch so eine Sache. Können wir wahrscheinlich nur hier so machen. Zeitbühl Straße mit Straßenbahngleisen. Bewältigt geringes Verkehrsaufkommen. Ne? Thank you.
Boah, da haben wir hier jetzt ein Mammutprojekt vor, ey. In der Straßenbahn. So, dann müssen wir ja mit der Straßenbahn hier auch noch so ein Straßenbahndepot bauen. Brauche ich nur Straßenbahn? Hat jetzt eine Haltestation? Ach so, ah, jetzt habe ich die, okay, 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 warte mal, warte mal, warte mal, also die muss ich jetzt nochmal nehmen. Und die wahrscheinlich erstmal umsetzen oder hier ransetzen. Mhm. Und dann kann das natürlich auf der anderen Seite dann erstmal abgehen. Ah, die ist ja auch hier, das ist ja fast das gleiche, oder ne? Boah, alle in den Nahverkehr jetzt, ne? Boah, 13.000 nehmen wir ein. Das ist jetzt so schnell, aber vorwärts gegangen. So, und dann muss ich sagen, hier von der Straßenbahn haben wir die erste Station. Oh, yeah, haben wir geschafft. Okay, wie machen wir das denn? Muss ich erstmal das wieder herstellen, weil ich hier vertappt habe. Gefälle zu steil? Obwohl, muss ja gar nicht so eine sein, ne? Da kann ja auch nur eine normale sein. Ah, muss auch nicht so eine fette sein.
genau. Ja. Auch nicht hübsch. Genau. Oh, und jetzt wollte ich das mit der Straßenbahn hier machen. Mautstelle ist mir erstmal egal. Ich würde noch fertig machen hier jetzt. Ich bin nämlich richtig auf dem Po. Hier. Und die will ich aber, genau. Wollt man das schöner? We care about our employees as well as our customers, which is why we work so hard to get our miners back in the mines where they feel at home. Together we can reunite minerals with the people who love them. Colossal Ore, more than ore. Bring the whole family to at the old grain mill, old-fashioned family restaurant. At the old grain mill always has the best service and the best home-style meals in town. We'll make sure you always leave at the old grain mill with a smile. Oh, hier muss ich auch noch bauen. Oh, aber das beim nächsten Mal. Da wird es auf jeden Fall besser bauen, denke ich mal. Also, bis dann. Ciao, ciao.